Hallo und willkommen zurück. Ja. Wir sind immer noch da und wir reiten wieder in die Richtung. Und man hat hier schöne Nordlichter. Nachtlichter. Aurora Borealis? Borealis? Egal. I falsch. Da bewegt sich was. Ach, das ist Gras. Ich reibe mal wieder in die Richtung. Bitte was? Ich wurde noch nie von einem Fuchs angegriffen. Wurde ja schon von vielen Gegnertypen angegriffen, aber Fuchs ist neu. Stimmt, ich wollte sowieso mal ausprobieren. Also, das links. Man sieht mich nicht. Er lässt doch seinen Bogen verschwinden. Oh Gott, die Fallmore natürlich. Wer mag sie nicht? Ach, so nennt man das planloses Rumlaufen. Offizielle Geschäfte. Mei, mei, mei. Mei, Leute. Habe ich irgendwas an mir? Oh. Nein, wieder absteigen. Ich habe mein Pferd geschlagen. Ja, aber das erklärt nicht, warum mich auf einmal sämtliche Tiere angreifen. Habe ich irgendwas gemacht, woran ich mich nicht erinnere? Oder das liegt an... Nee, oh Gott. Bevor Fragen kommen, ja, der Ton wird zu Ende abgespielt. Was aber jetzt an sich nicht zwangsläufig ein Bug ist. Das war der Unterkiefer. Könnte das an dem Teil liegen? Nein, weil es wäre ja dann vorher beim vorherigen auch so. Wo reite ich eigentlich hin? Ich muss nach rechts. Da ist eine Festung. Ich reite hier rüber. Ach, stimmt, das war so eine schöne. Ich benutze jetzt mein Pferd. Physik brauche ich nicht, ich habe ein Pferd.
Ja, das ist etwas, was tatsächlich sehr irritierend ist, wenn man drüber nachdenkt. Mei. Aber wo war ich? Ich war bei meinem Pferd. Ja. Die Frage ist, möchte ich? Nein, da möchte ich nicht drüber. Zumindest nicht so. Und die Musik passt wie immer. Ja, genau, hier, ich habe die Brücke gefunden. Okay, bei denen ziehe ich jetzt keine Aggro. Doch, tue ich anscheinend doch, wenn ich jetzt abstecke, wenn sie mich angreifen. Ja, doch nicht. Ich pirsch mich mal voran. Oh, okay, das wird lustig. Nämlich die Hexenfelsenschanze. Oh, da hat er gerade irgendwas nachgeladen. Muss mal schauen, unbedingt schauen, woher das kommt. Ich bin nicht da. Man kann mit dem gar nicht reden. Kann ich nicht mit dem reden? Ich habe mich angegriffen. Ich weiß nicht warum, aber hat mich angegriffen. Habe ich irgendwie einen komischen Status? Habe ich Vampirismus? Menschen getötet, Tiere getötet, Kreaturen besiegt, Untote getötet. Moment, ist es nicht. Egal. Aber ich ver. Ich will doch nur spielen, nein, schlechter Witz. Der Nacken ist beinahe. Ach nee, der will nur spielen. Ach, ich muss noch weiter hoch, egal. Nee.
Den Club können sie behalten. Nach getaner Arbeit hocke ich mich auf meinen Stuhl. Es kommt jetzt auch eine offizielle Erweiterung. Also, ich meine jetzt nicht Dawnguard, weil die ist schon draußen. Und das Dawnguard ist ja mehr ein Add-on. Was ich meine, ist quasi, es soll anscheinend als DLC kommen, dass man auch selber quasi ein Grundstück kaufen kann, Häuser drauf bauen kann. Finde ich eigentlich recht lustig. Okay. Ich war wohl gar nicht so falsch. Ich merke gerade, das war nicht so klug. Oh Gott, habe ich da viel. Ja, eigentlich ist es tatsächlich ein Logikfehler. Eikel doch. Wollte ich auch schon mal sagen. Meins, 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 meins. Meins. Nee, brauche ich nicht. Bogenschützen. Toll beim Schießen, aber schlecht bei der Verteidigung. Ah, ich bin da daneben gesprungen. Ups. Oh Mann, der letzte. Und oh, jetzt bringt das Spiel gleich zum Laggen. Die ist zu groß für das Ding. Ich weiß auch gar nicht, was sie da macht, aber okay.
Ein Lust, der lustige Bug des Tages. Ah, das ist immer das Beste. Oh, Backe muss. Stimmt, da geht es jetzt so weit hoch. Ist auch schon ziemlich cool vom Ort her. Gut, so kann man natürlich auch Sachen bewachen lassen. Ah, es ist ein Waldelf. War wohl das Mittagessen. Ah, da geht's runter. Und ich sehe nichts. Illusion war das. Nein, Veränderung. Da ist es. Ah nee, das war das. Hey, da ist eine Tür. Ui, Ruine der Hexenfeldschanze. Ach, geh mal rein. Wenn dann richtig. Das war aber eigentlich nicht das, was ich hier eigentlich wollte, was ich mir heute über... Ach, Kerzenschein heißt das. Das stimmt ja. Ja. Okay, es brutzelt noch. Nicht so klug. Anders. Ich will das nochmal mit dem... Ich glaube, das ist nein. Der hat mich angegriffen. Ich musste irgendwas machen. Und der Kopf rollt und rollt und rollt und rollt und rollt. Ist da was hier? Oh, nett. Nett. Noch netter.
Man sieht, dass hier ein Faden, ups, befestigt ist. Den, wenn ich ihn benutze, ah, da wird das hier ausgelöst. Das hat bloß absolut gar nicht funktioniert. Oder irgendwelche Dolche, die aus der Seite rausfahren. Nur irgendwie hat das mal ja gar nicht funktioniert. Genau, da geht's wieder zurück. Koboldschemel, interessanter Pilzartname. Nö. Oh, jetzt ist lustig. Die halten auch nicht mehr aus, was sie früher mal ausgehalten haben. Nee, ich habe mittlerweile keinen Platz mehr im Inventar dafür. Schlüssel sind immer gut. Nein, das war falsch. Ah, oh, das sieht man so viel. Gibt's wahrscheinlich ein weiblicher Bandit. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Hier ist nichts. Und das andere, hey, das nächste Edelstein bei sich. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Okay, ich habe mich jetzt tatsächlich halb erschreckt. Okay, weiter rüber. Moment.
Hey, ich habe alles gekillt und ich habe alles erforscht. Ah, das ist halt mal ein hübscher Schild. Es gibt das zufällig, was da anzeigt wird. Teilweise kriegt man echt nach 100 Spielstunden das erste Mal das Teil da zu sehen. Was macht denn der da? Bin ich eigentlich? Ah, das war die Ruine der Hexenfelsschanze. Also muss sie irgendwo sein. Oder ich muss da nochmal durch, dass er mich nochmal durchlotst. Obwohl, nee. Ah, ich hasse den Bug. Und zwar, wenn man einen Ort betritt. Und man dieselben durch einen anderen Ort, andere Tür verlässt. Er muss dann erst wieder durch das Ding durchgehen, dass er die Karte zurücksetzt. Das ist ein bisschen blöd. Ah, jetzt ist es. Willst du mich jetzt verarschen? Also, aber schon ziemlich schön, muss ich sagen. Nobel, nobel, da könnte ich mir auch ein Haus drauf bauen. Bevor die Frage kommt, ja, man kommt da auch später darauf, glaube ich. Ist noch so lang her. Okay. Dann spiel ich mal weiter. Nur falls ihr diesen Teil halt splitten. Das ist nichts. Der steht rum, aber es ist nichts. Ah, okay, die Fässer sind nicht benutzbar. Was ist denn da drin, wenn die Urne so groß ist? Wie die dicke. Hey, pass auf, was denn? Welches Spiel? Stecken ja auch nichts ein. Ich bin gerade etwas enttäuscht. Und die ganzen okkulten Sachen sind im Gegensatz zu Oblivion nicht geschnitten worden. Es gibt tatsächlich in Oblivion eine Seite in der deutschen Version, welche zensiert worden ist.
Wo ist sie denn? Man kann aber nicht mit... Zensiert. Nein, ich habe nicht den Kopf abgehauen. Moment. Orgischer Dolch. Na. Om nom nom. Nein, schlecht jetzt. Hey. Da. Leider hoch. Sollte jetzt die Tür mein Ende sein? Genau, hier ist eine Truhe. Nein, das ist die falsche Truhe. Hier ist eine Urne. Nein, das ist... Schön. Willst du mich verarschen? Also, ah, das ist genau auf der anderen Seite. Also so. Mei, brauche ich doch Veränderungen. Ja, ich bin on fire. Ah. Aber bevor Leute sich fragen, wie funktioniert das? Seelenstein. Wo hier das Brennteil ist, habe ich noch nicht rausgefunden. So,
Okay. Er zeigt mir, oder er macht dieses Geräusch, als hätte ich was erforscht, gefunden. Habe ich's? Nein. Ach Gott. Ich hasse die Viecher. Ich gehe mal auf Ausdauer. Jupp. Ah. Ah. Wow. Das Tolle ist, man lernt die Wörter und man trifft kaum Drachen. Das ist so seltsam. Das war auch der Grund, warum ich eigentlich mehr rumreiten möchte, damit man halt mal wieder mehr Drachen sieht. Was zur Hölle ist denn das? Brrr. Hey, das ist ein Seelenstein. Yay. Schau doch mal, was gibt's hier sonst noch? Hört sich knusprig an. Gut, gut. Nee, nicht so gut. Wohl. Jetzt genießen wir erstmal den Ausblick. Und ich beende jetzt diesen Part und ich sage, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen. Und vielleicht kommt ja, je nachdem wie ich dazu komme, vielleicht noch ein Part, aber ich kann das noch nicht versprechen. Ich sehe da hinten gerade einen Grafikbug. Hier bei der Position, wenn ich jetzt wenn ich den Kopf etwas nach unten senke. Ach, das ist wegen der Reichweite. Nett. Tja, und ich sage tschüss.